Warum störst du meinen Kriegsrat? Sprich! Ja, weil ich's kann einfach mal. Kriegsrat? Der Krieg ist vorbei. Ach, kleiner Klugscheißer. Ihr Menschen seid unterworfen. Von euch ist ja keine ernsthafte Bedrohung mehr zu erwarten. Jedoch habe ich trotzdem auf das Kräftegleichgewicht in diesem Teil des Landes zu achten. Irgendwie mag ich den, ich weiß nicht. Wer sollte euch Orks herausfordern? Ich habe nicht von Herausfordern gesprochen. Ich sagte Kräftegleichgewicht. Die Assassinen sind unsere Verbündeten. Sie lassen uns in ihrer Wüste Ausgrabungen machen. Des Weiteren lassen sie uns ungehindert in ihre Wüste und in ihre Städte. Dafür bezahlen wir ihnen einen Batzen Gold. Doch bei aller Freundschaft muss jemand darauf achten, dass sie nicht zu stark werden. Und das ist meine Aufgabe. Ja, wie wir noch sehen werden, machen die Leute nicht allzu viel Gebrauch davon, in den Städten zu sein, sondern die, eigentlich findet man die Orks bloß bei ein paar Tempeln, ansonsten sind die, naja, nicht so wirklich existent in der Wüste. Aber gut, wenn sie dafür einen Batzen Gold zahlen wollen, so blöd sind, die Assassinen noch reicher zu machen, sollen sie halt machen, ne? Du bereitest dich auf einen Krieg mit den Assassinen vor? Wir sind hier am Rande der Wüste. Wenn die Assassinen größere Heere ins Mittelland entsenden, dann werde ich das hier als erstes merken. Wenn diese Burg hier fällt, könnten die Assassinen ungehindert ins Mittelland. Das will ich verhindern. Na, mal schauen. Ich wäre eigentlich gar nicht so abgeneigt, hier mal die Burg ein bisschen aufzuräumen. Könnte vielleicht eine Option sein. Mal schauen. Erzähl mir mehr über euren Bund mit den Assassinen. Im Krieg gegen die Morras waren die Assassinen sehr hilfreich. Sie haben sich um den Teil der Welt gekümmert, den wir Orks eigentlich nur selten bereisen. Die Wüste. Des Weiteren beten wir zum gleichen Gott, Belia. Es war eine strategische Entscheidung, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Haben wir im Rollenspiel übrigens auch, naja, was heißt anders gelöst? Belia war schon der Gott, der irgendwie mit den Orks zu tun hatte, aber... Schließlich war Belia ja das erwählte Tier, die Orks waren ja das erwählte Tier Belias. Aber eigentlich hat man den mehr, ich weiß nicht, ob das gleichzusetzen ist, aber man, also zumindest mein Ork hat immer zum Schöpfer gebetet. Und ich glaube, die meisten anderen auch. Wahrscheinlich hat man einfach nur immer das genommen, was Macht hatte, ich weiß es nicht so genau. Was ist mit den Rebellen? Ja, richtig, die gibt es auch noch. Und du sagst, der Krieg sei zu Ende. Ha! Die Rebellen überfallen die Bauernhöfe, verstopfen den Pass zur Wüste und bestehlen uns, wo sie nur können. Oben im Westen soll es ein größeres Lager von ihnen geben. Sie nennen es Nemora. Ich würde Nemora gern ausräuchern, aber ich habe im Moment ganz andere Sorgen, wie du weißt. Denjenigen, der es schafft, diese Brut zu zerschlagen, würde ich reich belohnen. Wenn ich es mir leisten kann, versteht sich. Ja, das ist natürlich was, was wir uns auch überlegen können, Nemora einfach mal kaputt zu machen. Wäre eine Idee. Wie laufen die Ausgrabungen? Wir graben wie die Wahnsinnigen in allen Teilen der Welt, um die göttlichen Artefakte zu finden. Bisher waren unsere Bemühungen nicht so ertragreich, wie wir gehofft hatten. Nur Belia weiß, ob das Amulett, das mir aus dem Tempel im Osten gebracht wurde, wirklich ein göttliches Artefakt ist. Aha. Aha, das klingt aber interessant. Ich will dein göttliches Artefakt. Warum sollte ich es dir geben? Es hat keinen Wert für dich. Unsinn. Ich habe ganz andere Probleme, Mora. Ich habe immer noch nicht genug Gold zusammen, um unseren Teil der Abmachung mit den Assassinen einzuhalten. Der Halsabschneider von einem Assassinen, Kabir, wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Was glaubst du, was hier los ist, wenn er sein verfluchtes Gold nicht bald bekommt? Oha, ich ahne es. Ja, ich ahnte es. Wir sollen das Gold besorgen. Na super. Ich bringe dir das Gold für die Assassinen. Du willst mir das ganze Gold bringen? Ist das dein Ernst? Das sind satte 50.000 Goldmünzen. Puh, das ist nicht wenig. Das weiß ich auch, du Schwachkopf. Aber gut, wenn du es tatsächlich schaffen solltest, dann können wir uns nochmal über das Artefakt unterhalten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Na super, das ist ja ganz große Klasse. Woher soll ich das Gold für die Assassinen bekommen? Als ob er das wüsste. Am besten, du gehst zu den Bauern in der Umgebung und forderst die Pacht ein. Geh zum anliegenden Tempel und lass dir alles geben, was der Trupp dort aus dem Tempel geborgen hat.
Den Rest des Goldes musst du dir wohl woanders besorgen. Okay. Ist mir egal, wie du das anstellst. Nur mach es schnell. Verstehe. Ja, okay. Ich darf jetzt einfach hingehen und die Pacht einfordern und für mich behalten. Das ist ja eigentlich ziemlich geil. Soll ich das jetzt behalten? Das finde ich ja... Also die Orks, die sind ziemlich leichtgläubig, oder? Das ist schon erstaunlich. Warum liegen ja eigentlich Menschenschwerter auf dem Tisch rum? Wer macht denn sowas? Also, die Orks natürlich hier, aber trotzdem. Naja, gut. So, was haben wir denn jetzt eigentlich noch so an Quests hier? Plündere die Burg Tresia, ja? Plündere die Höfe. Backbau, da. Der Paladin Konrad, der kann mich mal. Gut, da haben wir jetzt eigentlich nichts mehr hier zu tun. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal kurz hier ein bisschen Pacht eintreiben und dann geht's ab in die Wüste. Und sobald wir die Wüste betreten haben, mache ich auch Schluss mit dieser Aufnahme. Weil ich dann endlich mein großes Ziel erreicht habe, die Wüste zu betreten. Aber erst wird noch Pacht eingesammelt. Eingetrieben. So, war das hier drüben oder muss ich über die... Nein, es war hier, okay. Über die Hüpf. So, Farmon, gib mal her die Pacht. Wie jetzt? Dann... Ach kommt, ich gehe jetzt nicht extra als zu dem Tempel hoch, wenn es da nicht mal Pacht gibt hier. Also... Denn wir haben noch ein Stück vor uns, wie wir hier sehen. Nach Braga ist es noch ein Meter. Zumal wir noch... Na eben, wir begegnen ja noch der Stelle, wo jetzt hier die Karawane verunglückt ist. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, bevor wir in Varant ankommen. Und deswegen gehe ich jetzt direkt los. Kann nicht schaden. Wir können ja irgendwann, wenn wir mal gewillt sind, wieder zurückkommen und uns dann hier um irgendwas kümmern. Aber jetzt zunächst... Was? Was war das denn? Zunächst gehen wir jetzt einfach weiter. Mich hat das gerade ziemlich verwirrt. Was war das denn für ein Störgeräusch gerade? Das hat jetzt irgendwie nicht ganz reingepasst. Ich würde sagen, Freunde, darauf erstmal einen schwarzen Rober. Komm, pfeif rein. Puh, geiler Shit, Mann. So, weiter. Nicht, dass das jetzt der ein oder andere denkt, ich habe noch nie Drogen genommen. Und weiter geht's. Nicht mal normale Zigaretten rauche ich. Ist irgendwie nicht so meins. Finde ich übrigens sehr interessant, dass bei den meisten Leuten löst es ja die übelste Sucht aus und die kommen gar nicht mehr davon los. Ich meine... Ich habe es nie so exzessiv genommen, dass bei mir das hätte Sucht auslösen können. Aber natürlich habe ich in meinen Teenie-Zeiten auch mal mich am Rauchen probiert, wie das so gut wie jeder macht. Was bist du denn? Ja, ich lasse dich in Ruhe, wenn du mich in Ruhe lässt. Wie gesagt, habe mich da auch natürlich ausprobiert beim Rauchen, wie das halt fast jeder macht. Und ich fand es nicht eklig. Also die meisten finden es sehr eklig oder sie fangen an zu rauchen und werden kleine Suchtis. Ich fand es nicht eklig, aber also, es hat eigentlich ganz gut geschmeckt, irgendwie. Aber ich bin davon jetzt, ich konnte nicht behaupten, dass ich davon jetzt süchtig geworden wäre. Ich hatte mir eine Packung gekauft, hatte davon vielleicht 5 Stück geraucht oder so und dann ist die Packung verschimmelt bei mir in irgendeinem Versteck, das meine Eltern niemals finden sollten und dann 3 Jahre später doch gefunden haben. Als ich dann nur noch drüber lachen konnte, als ich die gesehen habe. Ja, so ist das halt, ne? Shisha rauche ich trotzdem ab und zu, das zählt für mich da irgendwie nicht so ganz rein, weil es dabei nicht um irgendeine Sucht geht, sondern man zelebriert das Zusammensein und Rauchen miteinander und das enthemmt ja so ein bisschen, dass man ein bisschen fröhlich beieinander hocken kann und quatschen kann oder sowas. Das ist für mich mehr so die soziale Komponente als da die Sucht. So, gehe ich jetzt da oder da lang, ist die Frage. Oh Quatsch, da wollte ich gar nicht hin. Wir hätten natürlich auch mal unsere ganzen Punkte ausgeben können fürs Kämpfen. Aber gut, machen wir das halt irgendwo in der Wüste. Was seid ihr denn für welche? Ach, ich glaube, ich weiß, das sind, glaube ich, Waldschrate. Mal gucken, wie wir gegen die so aussehen. Aber erstmal hier die Blutfliege. Ich glaube, die ist wichtiger erstmal. Schließlich kann die uns ja unschön Aua machen. So, jetzt seid ihr dran, kleine Schratis. Ach, bloß Schrat, nicht Waldschrat. Aber ganz schön groß sind die, oder?
Da fällt mir gerade ein, irgendjemand hatte bei uns im Rollenspiel auch mal sich die Vereinigung Burgoster ausgedacht. Das war irgendwie eine Vereinigung für Toleranz, für Schrate, Goblins, Oger und Orks und was weiß ich nicht noch alles. Aua. Fand ich irgendwie sehr lustig. Warte mal, Schrat kann eigentlich nicht mit dabei gewesen sein. Ist ja kein... Ach doch, ist ein S bei Burgoster mit drin. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das alles stand. Au, shitten Drex. Aua. So, jetzt möchte ich aber mal hier zusehen, dass ich den Tod krieg. Sehr gut. Mensch, 240 Erfahrungspunkte ist ja gar nicht so schlecht. Okay. Darauf erstmal ein Stück Fleisch, wa? Das sieht aber schon ein bisschen eklig aus, das Fleisch. Also kannst du mir nicht erzählen, dass das lecker ist. Oh je, 4.18 Uhr ist es mittlerweile. Nun gut, ich wollte eigentlich bloß eine kurze Aufnahmesession machen, aber ich will jetzt noch... Genau. Ich gehe jetzt nicht hier weiter. Ich will nach Varant. Ich will jetzt nach Varant. Was, die Richtung ist Südost, Südwesten? Echt? Das verwirrt mich irgendwie. Na gut. Dann lauf, Putzi. Nein, die Ripper lassen wir in Ruhe. Wir gehen nach Süden. So, ich glaube, hier dürfte jetzt auch irgendwo bald diese verunglückte Karawane kommen, beziehungsweise die Snapper, die sich um die Karawane gekümmert haben. Dann können wir das gleich noch miterledigen für unsere Freunde in Nemora. Und wir können uns ja irgendwann mal dahin teleportieren und das dann noch fertig machen. Ich glaube, ich nutze den Teleport viel zu wenig. Wobei, ich mache ja eigentlich momentan immer nur Pionierarbeit. Ich bin ja noch nicht zwischen den Städten unterwegs, die ich schon erkundet habe. Nee, du kannst mich mal. Ich gehe jetzt nicht auf dich ein. Du kannst schön da bleiben, wo du bist. Ja, sehr gut. So, das sieht doch schon sehr nach verunglückter Karawane für mich aus. Und hier scheint auch mal jemand gelebt zu haben. War wohl nicht die glücklichste Position. Vielleicht war das ja auch der Zollwächter oder sowas. Hier unten ist ein See. Ach so, das ist das Meer. Ha. Ach, ich gehe wieder. Moment, ich habe mich verirrt. Ich muss da lang. Ja, also kommt's. Gut, dass ich nochmal auf dem Radar geguckt habe. Auf den Kompass. Sonst wäre ich jetzt glatt wieder nach Norden gerannt. Es ist nicht einfach, Varant zu erreichen, selbst wenn es einfach nur ein gerade laufender Gebirgspass ist, dem man folgen muss. So. Ja genau, ich glaube, der Blutfliegerich hat mich aus dem Konzept gebracht hier. Nix da, du Arsch. Du greifst mich nicht an. Kurz speichern. Erfolg festhalten. Hab übrigens heute zusammen mit meiner Freundin eine sehr interessante Serie gesehen, die jetzt auf Super RTL anfängt. Heißt Once Upon a Time. Sah eigentlich ganz knuffig aus, muss ich sagen. Da geht es darum, dass alle Märchengestalten, die es gibt, die leben halt wirklich in einer Welt dort. Und die böse Stiefmutter von Schneewittchen, die wirkt da irgendeinen bösen Fluch, der die ganzen Märchengestalten in eine Welt bringt. Oh, ich glaube, ich bin wirklich vorhin total dämlich gelaufen. Der die Märchengestalten in eine Welt bringt, die schlimmer ist, als sie sich es je hätten vorstellen können. Und das ist natürlich unsere Menschenwelt. Und die können sich an nichts mehr erinnern. Und die Tochter, die frisch geborene Tochter von Schneewittchen, muss dann den Fluch lösen. Und die ist eine, die als Waisenkind in der richtigen Welt aufgewachsen ist. Klingt ein bisschen komisch, ich weiß, war aber ganz süß gemacht eigentlich. Also, falls ihr Bock habt, mach ich mal ein bisschen Schleichwerbung hier. Mittwochs 20.15 Uhr ist das, glaube ich. Kommt das? War ganz schön. Könnt ihr mal reinschauen. Und mir mal schreiben, wie ihr es findet. Wenn euch sowas überhaupt interessiert. Also ich finde Märchen ja eigentlich ganz interessant, ganz spannend. Weil man ja weiß, da steckt immer ein bisschen Wahrheit mit drin. Auch wenn so diese Ausgaben von Grimms Märchen, die man so als Kindergeschichten liest,
nicht ganz den Originalen entsprechen. Also eigentlich sind die Geschichten ja meist recht düster gehalten. Auch wenn die Hoffnung natürlich schon irgendwo, also die Hoffnung auf bessere Zeiten schon irgendwo das Motiv war, dass die Bauern und die normale Bevölkerung dazu bewegt hat, sich die Geschichten immer wieder zu erzählen, die Märchen. Denn man hatte ja nicht viel, deswegen musste man mit Hilfe der Märchen, oh ihr Schweine, die Hoffnung irgendwie aufrechterhalten. So. Es ist ja nicht so, mal kleinen Bildungsauftrag erfüllen, es ist ja nicht so, als hätten die Gebrüder Grimm sich die Märchen ausgedacht, sondern die haben ja lediglich eine Märchensammlung durchgeführt. Und sie waren ja eigentlich, ich weiß gar nicht, Lexikologen oder sowas, also irgendwie Sprachforscher waren die ja eigentlich gewesen. Und es war nicht ihre einzige Leistung gewesen, diese Märchen zusammenzutragen, sondern die haben noch ein bisschen mehr gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau was. Und die haben sich auch nicht umsonst den Platz auf der 1000 D-Mark, auf dem 1000 D-Mark-Schein verdient. Falls den noch jemand von euch kennt, ich weiß ja nicht, was so die Altersgruppe ist, die mir so zuschaut. Aber, also, falls ihr das wisst, vor 2002 gab es mal eine Währung in Deutschland, die hieß Deutsche Mark oder auch kurz D-Mark. Und yeah, zwei mit einem Streich, das war cool. Und da ging es nicht wie beim Euro bis 500, sondern bis 1000 D-Mark die Scheine. Das war ein, lasst mich nichts Falsches erzählen, ein brauner Schein, ich glaube schon, auf dem die Gebrüder Grimm hinten drauf waren. So. Noch kurz um dich gekümmert. Ich weiß gar nicht mehr, was ansonsten da drauf war. Ich glaube, Clara Schumann auf dem 100-Mark-Schein oder so. Und ansonsten, keine Ahnung. Ich meine, ich war auch erst 12, als das abgeschafft wurde. Von daher, so viel habe ich mit der Mark jetzt nicht in Erinnerung. Also, ich habe da zwar schon Taschengeld gekriegt, aber meine erste größere Anschaffung war erst mit dem Euro gewesen. Und das war auch das erste, was ich mir vom Euro gekauft habe oder mit Euros gekauft habe. Waren aus der Wüste, sehr schön. Genau das habe ich gesucht. Und das war der Herr der Ringe in einem Band gewesen. Ja, den ich jetzt nicht mehr habe, weil ich ihm irgendjemandem ausgeliehen habe und verloren habe. Beziehungsweise offenbar nicht mehr dran gedacht habe, ihn mir zurückzuholen. Und mittlerweile weiß ich nicht mehr, wen ich ihm ausgeliehen habe. So, jetzt aber blöd, genug blöd rumgequatscht, abseits von allem hier. Ich würde sagen, wir haben jetzt uns um das Quest gekümmert hier für die Rebellen. Natürlich müssen wir das Ganze noch abgeben, um es abzuschließen. Aber wir haben die Waren erstmal